Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Yo Leute, was geht? Ja, und heute darf ich euch wieder begrüßen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, und heute geht es mal um die V-Bucks-Glitches in Fortnite. Bevor wir jetzt aber damit anfangen, möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass ich zurzeit 3 GTA 5 Unlock All Accounts an euch verlose und dafür musst du einfach nur das Video hier liken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und in die Kommentare schreiben, Hashtag PGTV. Aber jetzt will ich wie immer denjenigen grüßen, der im letzten Video halt als allererstes Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare geschrieben hat, und das war auf jeden Fall der Itzvalonio HD. Und wenn du auch in einer meiner nächsten Videos gegrüßt werden willst, dann aktivier doch einfach mal die Glocke und schreib mir einen Kommentar mit Hashtag Glocke aktiv. Und dabei musst du beachten, dass du der Erste bist, der Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare geschrieben hat. Fangen wir jetzt aber mal an mit diesem Video. Let's go! Und zwar heute geht es darum, ob diese V-Bucks-Glitches überhaupt gehen oder nicht. Und in diesem Video zeige ich euch auch keinen V-Bucks-Glitch, wie ihr euch unendlich V-Bucks glitchen könnt, denn heute geht es einfach nur darum, ob diese Glitches gehen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach ganz locker easy an. Und mit V-Bucks könnt ihr euch nämlich Skins und viele Tänze und Emotes kaufen, mit denen ihr halt schön aussieht oder coole Tänze machen könnt auf dem Schlachtfeld. Und das Ganze könnt ihr euch nämlich im Shop kaufen. Das Ganze fängt an mit 10 Euro und endet dann mit 100 Euro, Leute. Und da ist schon der Knackpunkt, warum diese Glitches gar nicht gehen können. Denn in GTA 5 gibt es ja auch keinen Shortcuts-Glitch, weil mit GTA bzw. Rockstar Games verdient ihr das Geld mit den Shortcuts. Und so ist es nämlich auch bei Epic Games, weil Epic Games verdient durch die V-Bucks, die man sich im Shop kauft, ihr Geld, Leute. Weil ihr wisst ja, dass Fortnite so nichts kostet. Aber Leute, deswegen kann das Ganze schon nicht gehen, weil Leute, wenn es so einen Glitch geben sollte, würde es sofort gepatcht werden. Und das wegen Leute, klickt einfach nicht auf so welche Videos, weil das sind einfach nur Leute, die mit euch Klicks und Geld machen wollen und natürlich auch Abonnenten bekommen wollen. Und deswegen, Leute, klickt einfach nicht auf diese Videos, weil damit macht ihr diesen Videos noch mehr schenkt ihr diesen Videos einfach noch mehr Aufmerksamkeit. Und das wollt ihr, glaube ich, auch nicht, weil Leute, ihr wollt auch nicht verarscht werden, weil wenn ihr sowas machen würdet, werdet ihr auf jeden Fall verarscht. Ich kann euch, wie gesagt, nur davon abraten, diese Glitches sind fake. Es gibt keine V-Bucks-Glitches. Das sieht immer so auffällig aus, Leute. Als ob man V-Bucks bekommt, weil man ein bisschen im Shop rumswitcht, ja, Leute. Das geht nicht, das wird nie gehen, Leute. Es wird wahrscheinlich wirklich nie einen V-Bucks-Glitch geben, Leute. Und wenn es einen geben sollte, würde ich ihn hochladen. Aber Leute, sobald, wie ich halt keinen hochlade, wird es auch keinen geben, Leute, weil ihr wisst, ich bin ein sehr, sehr souveräner, beziehungsweise aktiver Glitch-Hochlader, und dann würde ich sowas natürlich hochladen. Aber Leute, sowas wird wahrscheinlich niemals kommen, weil Epic Games verdient damit ihr Geld. Das ist genauso mit den Shortcuts, und in GTA gibt es ja auch keinen Shortcuts-Glitch. Und wie gesagt, in diesem Video wollte ich euch nochmal ganz kurz erklären, dass diese Glitches fake sind. Klickt einfach nicht auf so eine Videos, schenkt denen auch keine Aufmerksamkeit. Wie gesagt, diese Leute sind nicht, die haben nichts Gutes im Sinn, die wollen wirklich nur mit euch Klicks machen, durch euch Abos machen und durch euch einfach nur groß werden, Leute. Und deswegen rate ich euch auf jeden Fall ab davon, weil das auf jeden Fall keine gute Lösung ist. Und Leute, wenn ihr sicher an V-Bucks kommen wollt, dann müsst ihr ganz einfach euch einfach mal ein paar V-Bucks kaufen, so traurig wie es halt ist, Leute. Oder ihr spielt halt den PvE-Modus, weil da könnt ihr euch auch ein paar V-Bucks gönnen. Also da könnt ihr euch natürlich mit den täglichen Questen einfach mal ein paar V-Bucks holen. Aber das, denke ich mal, habe ich auch schon im letzten Video, was ich zu Fortnite gemacht habe, erklärt. Und das sollte es eigentlich auch schon von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat, weil ich habe mir natürlich sehr viel Mühe gegeben, wie dieses Video für euch zu machen. Und ich wollte euch einfach, wie gesagt, nur in diesem Video sagen, dass diese Glitches nicht gehen. Und wie gesagt, Leute, das war auch kein Video, wo ich euch einen V-Bucks-Glitch zeigen wollte. Und deswegen müsst ihr auch nicht unnötig haten. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euch in den Kommentaren. Wünsche euch jetzt natürlich noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und jetzt bin ich erstmal raus und wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein und ciao, Leute.